Immer wieder anders, immer wieder neu. Hier ist euer Nana Lifestyler aus Düsseldorf. Beim Triathlon gestartet, gestern noch beim Bonfire Festival gewesen, bei der Bukhara Base. Gearbeitet bis um 0 Uhr mit meinem Man Schreiber. Bam! Sind wir jetzt aber hier am Start, haben quasi nur 2-3 Stunden geruht und lassen uns nicht unterkriegen, weil wir lieben es zu arbeiten, wir lieben Sport zu machen und wir lieben den extremen Weg zu gehen. Während andere liegen bleiben, geben wir erst recht Gas. Und das sind Menschen, die im Leben immer weiterkommen. Das ist euer Power Talk aus dem Herzen. Gerade gefinisht, olympische 1,5 geschwommen, 40 Fahrrad gefahren und 10 gelaufen in einer Bullenhitze, und da könnt ihr mir nicht erzählen, ja, dass hier nicht wirklich authentische Power ist. Wenn du es haben möchtest, dann mach es einfach selbst. Du musst nur runter von der Couch, raus aus dem Haus, und du wirst sehen, was du bekommst. In diesem Sinne, danke für deinen Support. Ich freue mich auf die nächste Challenge. Liken erwünscht, gucken auch erwünscht. Bis dann, euer Nana. Zeppelin. Ja, schwimmen immer das Gleiche. Man denkt, man erstickt, man denkt, man kommt nicht raus. Kraft war da, aber die Orientierung ist schwer. Und ja, Orientierung und die Angst zu ersticken. Aber immer weiter, immer weiter.